kennen Sie alle. Die Softwareprojekte, die in Schieflage geraten, weil sie zu spät liefern oder nicht die Erwartungen in Funktionalität oder Qualität erfüllen können. Fast immer liegt der Grund dafür, zumindest zum Teil, auch in der Softwarearchitektur. Jedes System hat eine Architektur, egal ob sie bewusst entworfen wurde oder sich nur so ergeben hat. Deshalb sollten wir uns immer wieder die Frage stellen, sind wir auf dem richtigen Weg und haben wir an alles Wichtige gedacht? Und wenn sich etwas ändert, passt es eigentlich noch zu dem, was wir uns vor Monaten überlegt haben? Architekturbewertung ist ein einfaches Mittel zur Risikominimierung und zur Erreichung von Qualität in Softwareprojekten und hilft uns bei der Beantwortung dieser Fragen. In unseren Softwareprojekten nutzen wir Architekturbewertung zu unterschiedlichen Zwecken. Wir sichern uns ab, wenn ein Konzept entwickelt wurde. Wir prüfen die Auswirkungen von geänderten Anforderungen und wir kontrollieren, ob der Code noch zur geplanten Architektur passt. Wir haben Architekturbewertung mittlerweile in über 100 Projekten eingesetzt. In unserem Webinar erzählen wir uns von unseren Erfahrungen und erklären euch, wie ihr selbst Architekturbewertung in euren Projekten nutzen könnt. Nehmt an unserem Webinar teil. Ihr erfahrt, was man unter Architekturbewertung versteht, wie man bei einer Architekturbewertung vorgeht und auf was man achten muss, was das RAID-Modell ist und wie ihr es bei der Evaluierung von Architekturbewertungen einsetzen könnt. Und ganz konkret, wie ihr die Integrität von Architekturtreibern, die Eignung von Architekturkonzepten und die Einhaltung von Architekturregeln im Code prüfen und sicherstellen könnt. Also seid dabei, wir freuen uns auf euch.